Patrick Franzoni, stellvertretender Koordinator von der medizinischen Einsatzleitung Covid-19. Nächstes Wochenende, 10., 11. und 12. Dezember, werden wir der Bevölkerung 100.000 Slots zur Verfügung stellen, um sich impfen zu können. Unser Ziel sind die Boosterimpfungen und Erste- und Zweitimpfungen logischerweise. Boosterimpfungen ist ganz wichtig, werden wir mit Moderna durchführen. Da gibt es verschiedene Gründe. Der erste Grund ist, dass das Sanitätsministerium von Singapur hat gesehen, dass wenn man mit Moderna Kreuzimpfung macht auf Pfizer, wo logischerweise der meistverwendete Impfstoff gewesen ist in Südtirol, dass man dort letztendlich eine bessere Immunität-Antwort hat. Die zweite Begründung ist, dass Moderna einfacher ist in der Logistik, in der Vorbereitung. Er ist stabiler als Pfizer und das gibt uns auch die Möglichkeit, in die 40 angelegten Impfzentren im ganzen Land dieselbe Qualität zu gewährleisten wie die Impfzentren. Und vor allem, da kommt noch ein Vorteil, der Booster mit Moderna ist nur mit der halben Dosis. Das heißt, die ganze Dose Moderna sind 100 Mikrogramm, hingegen der Booster ist nur 50 Mikrogramm.